So, es ist natürlich bei jeder Aktion nicht nur die Aktion, dass man in der ersten Reihe auf der Straße den Polizeikontakt sucht, sondern es gibt auch noch eine ganze Menge anderer Jobs, die ihr machen könnt, wenn ihr sagt, ich fühle mich noch nicht so sicher oder gerade nicht so Lust auf irgendwie vielleicht ein bisschen Angst vor Repression oder so. Ihr könnt trotzdem kommen. Also es gibt diese Kundgebung auf dem Invalidenpark und es ist gut, wenn wir einfach viele Leute sind. Es ist gut, wenn es Leute sind, wenn es Leute gibt, die uns mit Tee versorgen, die da sind, die Solidarität spenden, die vielleicht auch, wenn es abends dunkel und kälter wird, noch da sind. Also wir ermutigen und laden euch alle ein, auch dann zu kommen, wenn ihr sagt, Blockade ist gar nicht so meins. Es ist einfach gut, wenn ihr da seid und es wird Jobs geben und das ist auch die Aktion. Ich habe heute Morgen mal den Wetterbericht angeschaut für Freitag. Es soll nicht regnen, das ist schon mal cool, aber es wird sehr kalt. Also, wenn ihr bleiben wollt und wir planen, diese Blockade bis um 19 Uhr aufrechtzuerhalten, dann bringt warme Sachen mit. Also, wenn ihr im November oder Ende Oktober letztes Jahr bei Ende Gelände auf den Gleisen übernachtet habt, bei Minusgraden, dann wisst ihr ungefähr, mit welchem Equipment ihr kommen solltet. Ihr könnt euch an der Packliste orientieren, die wir auf der Website von ende-gelände.org haben. Da stehen eigentlich viele sinnvolle Sachen drauf. Genau, also Schlafsäcke, Isomatten zum Beispiel. Das ist da auch zugig zum Teil, wo wir blockieren werden. Und ja, wenn wir länger aushalten wollen, dann müssen wir da wirklich gewappnet sein. Genau, bringt auch Berner Thermoskannen mit Tee mit. Wir wissen noch nicht ganz sicher, ob es eine Küfer geben wird, die uns mit warmen Sachen versorgt. Also wir versuchen eins zu organisieren. Auch hier nochmal an euch, wenn ihr einen großen Topf habt und Bock habt, Chilis in Kanne oder so zu kochen, freuen wir uns voll. Das ist noch nicht ganz klar. Also sorgt da lieber noch ein bisschen für euch selber. Zur Frage Personalienverweigerung geben wir bei dieser Aktion keine Empfehlung. Wir werden nicht die Massen sein, dass massenhafte Personalienverweigerung funktionieren wird. Also die Gesas werden nicht irgendwann voll sein. Dafür sind wir wahrscheinlich nicht genug, beziehungsweise gibt es zu viele Gesas in Berlin. Deswegen sagen wir es euch überlassen. Es gibt eine EA-Struktur, es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch vorher Zettel, also dass ihr Nummern bekommt und dann, wenn ihr in Gewahrsam kommen solltet, der EA sich um euch kümmern wird mit diesen Zetteln und ihr Personal verweigern könnt. Wie gesagt, wir rechnen nicht mit viel Repression, weil wir eigentlich nichts ungewöhnlich, also nichts krass Illegales tun. Trotzdem, wie gesagt, es gibt den EA, ganz normal, wie bei jeder Nazi-Blockade auch. Die Nummer dafür wird dann auch bekannt gegeben, beziehungsweise wenn ihr rausgeht, bekommt ihr nachher an solche weißen kleinen Zettel, wo nochmal die Infos draufstehen, wird es auch am Freitag nochmal geben. Wir haben auch Sunnies organisiert, das heißt, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Und wir bitten euch, wenn ihr an der Aktion teilnehmt, dass ihr euch an den Aktionskonsens haltet. Der wurde jetzt heute auch auf der Ende-Gelände-Website hochgeladen. Da stehen so unkontroverse Dinge drauf, wie Rettungswägen lassen wir passieren und die Straßenbahn versuchen wir auch fahren zu lassen. Und natürlich wird von uns keine Gewalt und keine Eskalation ausgehen. Ja, das Ganze wird natürlich nicht irgendwie nur für die Leute sein, die um Punkt 14 Uhr auf der Matte stehen. Die angekündigte Versammlung, die wir eingangs erwähnt haben, soll die ganze Zeit über stattfinden. Es gibt da vielleicht das Risiko, dass die Polizei die probiert aufzulösen. Aber auch dann werden weiterhin sich Personen im Invalidenpark befinden und kenntlich sein, um die Informationen, ja, die gebraucht werden, zu übermitteln. Und wir rechnen eigentlich fest damit, dass dieser Infopunkt und diese legale Versammlung einfach konstant bleiben wird, und da jegliche Person einen Anlaufpunkt finden kann. Ihr könnt auch immer bei dem Infotelefon anrufen und fragen, wie gerade der Stand ist, wo ihr hinkommen sollt, wo ihr gebraucht werdet. Wie gesagt, die Nummer gibt es auf diesen Flyern am Ausgang gibt's und auch nochmal natürlich auf Twitter und bei dem Infostand dann. Außerdem versuchen wir über Twitter euch zu informieren, wie es gerade aussieht. Die Hashtags wurden genannt, kein Konsens und Kokolores. Wir versuchen auch noch einen Hashtag zu etablieren, speziell für diese Aktion in Berlin, weil das sind auch die Tweets,
die Hashtags für die in der ganzen Aktionswoche getwittert wird. Und es gibt ja gleichzeitig auch noch in Hamburg und Bielefeld zum Beispiel Aktionen von Ende Gelände. Wie gesagt, das werden wir euch noch dann zeigen oder noch, werdet ihr noch finden. Wenn ihr einfach ein bisschen die Augen aufhaltet, dann kriegen wir das hin, dass alle unterkommen und alle irgendwo in der Aktion ihren Platz finden. Anzüge mitbringen, wenn ihr welche habt, sonst kriegt ihr dort welche.